Hi, ich bin Arne. Ich arbeite im Miniaturwunderland in der E-Ecke als Mechatroniker. Ich bin zuständig für Knopfdrücker, Wartung, Reparaturen und Neubau und für den Airport und die Flugzeuge. Auch da Wartung und Reparaturen. Normalerweise starten wir mal eine halbe Stunde vor Eröffnung. Das heißt, wir gehen im quasi gesamten Team einmal kontrollieren, drücken jeden Knopfdrücker einmal. Dann wird geguckt, wer kann was reparieren, was muss repariert werden. Wenn wir dann mit dem Reparieren durch sind, gehe ich dann oft nochmal los, um Flugzeuge kontrollieren, was rausgeflogen ist oder was in die Wartung muss. Und wenn das dann auch geregelt ist, dann gehe ich Dinge nach wie Neubauten oder Komplettrevision von Knopfdrückern oder was halt so anfällt, wenn der Alltag dann nochmal wiederkommt, weil die Schokofabrik meldet sich nochmal oder sowas. Kann ich so genau gar nicht sagen. Wir haben ganz kleine Probleme, die immer wieder kommen, von einer geflogenen Sicherung bis einfach Verschleiß, dass Zahnräder durchrutschen, dass Ketten verschleißen bei Antrieben. Also man kann einfach pauschal nicht sagen, es gibt das Problem am meisten. Es ist einfach Verschleiß. Ich würde denken, wir sind ja selber organisiert. Also es ist jetzt nicht so, dass eben morgens der Chef sagt, heute macht ihr das, das oder das, sondern wir gucken im Team, wer macht was, wer hat gerade wofür noch Zeit, wer kann noch eine Lücke übernehmen. Und das ist das, was eben dann den Spaß entwickelt, weil ich eben nicht dieses, oh, ich muss noch dies oder jenes machen. Direkt natürlich ist das, was am meisten Spaß macht, immer der Neubau von zum Beispiel einem Flugzeug oder Knopfdrückern, dass man was entwickeln muss und dann eben an einer Fräse oder einer Drehbank was baut. Grundsätzlich Bewerbung immer her damit. Wir haben grundsätzlich viel zu tun. Es wird nicht weniger an Arbeit. Also probieren kann man es immer. Also auf den Meter genau kann ich es natürlich nicht sagen, aber wir haben geschätzt etwa 100.000 Meter, also 100 Kilometer Kabel. Im Flugzeug selber befindet sich ein Elektromotor und ein Akku natürlich und die Steuereinheit. Im Prinzip ein bisschen wie bei so einem RC-Auto. Die Vorderachse ist durch einen Motor angetrieben über einen Ritzel, was dann eben den Vorschub macht. Und die Lenkung funktioniert über einen Magnet, der auf einem Schleifer sitzt, der dann einem Magnetband in der Straße einfach folgt. Also Flugzeuge fallen am besten natürlich gar nicht aus. So, auch meine Lieblingsflugzeuge sind ja immer die, die nicht ausfallen oder rausgeschmissen werden. Ich sag mal, im Schnitt ist es vielleicht 2 am Tag, die irgendwie ausfallen, die rausgeschmissen werden, weil irgendein Defekt ist. Sei es mit dem Schleifer, dass die Kurven nicht fahren, ein Kabel abgerissen, Akku einfach tiefenentladen, dass die Ladestation das nicht hinkriegt. Das passiert, ja, ich sag mal, im Schnitt 1 bis 2 Flugzeuge am Tag. Getimt natürlich, es gibt Tage, da fliegt einfach gar nichts raus. Und dann gibt es so Montage nach einem anstrengenden Wochenende, lange Öffnungszeiten. Da kommen wir Montagmorgen her und haben irgendwie 10 Flugzeuge Ausfall. Aber die sind in der Regel dann bis mittags, spätestens bevor wir Feierabend machen, sind die wieder auf der Anlage drauf und wir haben dann keine Ausfälle. Das leichteste Flugzeug ist bei uns die CAJ, die ist halt sehr klein, CAJ 900, wiegt ungefähr 300 Gramm, ich sag mal 320 vielleicht. Allerdings auch nur, weil wir ein bisschen Blei reinfüllen müssen, um die Kraft auf die Räder zu kriegen, damit genug Grip herrscht. Dann haben wir die mittleren, das sind irgendwie 737, eine bisschen größere 767, das ist so ungefähr 1 Kilo. Auch da, die Karosserie ist natürlich wieder aus Kunststoff recht leicht, auch wieder Blei drin und ein bisschen mehr Technik, also größere Trichter für die Stangen, die reinfahren. Und das schwerste ist tatsächlich der Airbus A380, da sind wir bei ca. 2200 Gramm. Da ist natürlich die Karosserie noch mal viel größer, obwohl sie aus Carbon gefertigt ist, ist sie aber doch recht schwer aufgrund der Größe. Plus eben noch mal wieder größere Trichter, mehr Fahrwerke dran und auch da ist natürlich Blei drin, damit wir eben Kraft auf das Vorderrad kriegen. Also der Transportschlitten ist mit Industriebauteilen bestückt. Der wird dann einfach bewegt über Elektromotoren, wie man es immer aus der Industrie kennt. Und die Software dazu ist von Gerrit selber geschrieben, dass er eben genau das tut. Im Detail würde ich jetzt nicht darauf eingehen, weil da könnte ich so viel zu erzählen. Das würde ich empfehlen, einfach mal uns zu besuchen und direkt anzuschauen. Leider wäre das nicht realisierbar, weil es wirklich zu groß ist. Wir sind aufgrund der Terminals unten der Umfahrung einfach an eine gewisse Größe gebunden. Und der A380 ist das Größte, was wir da fliegen lassen können. Zusätzlich wäre eben Huckepack das Space Shuttle. Das wär eigentlich eine geile Idee, aber auch da haben wir eine gewisse Höhe, die wir auch nicht gegeben haben, leider.
kommt ein bisschen darauf an, was Condor möchte. Wir sind natürlich immer in Kooperation mit denen. Wenn Condor jetzt wünscht, dass wir ein Flugzeug, ein anderes, also ein neues bauen, dann würden wir das, wenn wir es auch zeitlich schwer hinkriegen, wahrscheinlich machen. Und in dem Zuge würden wir dann die 767 hoffentlich behalten wollen, vielleicht mit einer anderen Airline irgendwie umgemalt, weil es halt schade wäre, ein flugfähiges Flugzeug einfach rauszuschmeißen. Andersrum natürlich versuchen wir, den Airport immer aktuell zu halten. Man sieht Beispiel Beluga, das Ding ist relativ neu, das fliegt bei uns schon mit. Es kommt halt grundsätzlich ein bisschen darauf an, was die Gesellschaft, also die Fluggesellschaft möchte und was wir halt dementsprechend auch schaffen. Der funktioniert meistens ziemlich gut. Und um ernst zu sein, im Gebäude hinter Pinocchio ist einfach eine Mechanik, die ein Federstahldraht oder eine Art Draht angemalt wie Pinocchios Nase einfach nach vorne durchschiebt, dass Pinocchios Nase einfach immer wächst. Welcher der meistgedrückte Knopf ist, kann man so direkt gar nicht sagen. Es hängt ganz stark davon ab, zum einen, wie lange haben wir auf, zum anderen, wie viele Besucher sind da und als drittes nicht zu vernachlässigen, wie gewillt sind die Besucher, eben die Knöpfe zu drücken. Wir haben so einen Jahresdurchschnitt aus den letzten Jahren. Da ist, wäre Platz 1 das Löschfahrzeug in Skandinavien mit ca. 4,1 Millionen Mal gedrückt. Sind halt nur so ein paar LEDs, die da angehen, eine Innenbeleuchtung, Abblendlicht und ein Blitzer. Auf Platz 2, da haben wir schon eine gewisse Sperrzeit. Das wäre mit 3,5 Millionen Mal ausgelöst, das Windrad im Harz. Und das Allerwichtigste, der beste Knopf, ist die Schokofabrik in der Schweiz mit 3,3 Millionen Mal ausgelöst, weil da Schokolade rauskommt. Auch die funktioniert ziemlich gut. Also, in der Schokofabrik sind so kleine Rührgeräte und kleine Backofen. Die füllen das in kleine Schächtelchen. Die fahren durch die Gegend, werden ausgekippt, verwickelt, also verpackt und dann ausgegeben. Das wäre die Story für die etwas kleineren Besucher, weil, ne? Und für die Erwachsenen ist es unten drunter. Wir haben mehrere Förderbänder, wo wir dann die Schokostückchen vereinzeln und über eine Lichtschrankensteuerung, über eine Logo gesteuert, werfen wir bei jedem Knopfdruck eine Tafel über den Förderband aus. Also die wackelnde Scheune ist ein bisschen witzig, weil die eigentlich gar nicht wackeln sollte. Wir haben unter der Anlage ist quasi eine Scheibe mit einem Magneten drauf, die sich einfach nur dreht. In dem Gebäude darüber ist halt die Schaukel mit einem Magneten, die hängt dann natürlich schräg. Und wenn sich der Magnet dreht, folgt im Idealfall der Magnet dem Magnet unter der Anlage. Jetzt ist das Gebäude nicht so richtig festgeschraubt an der Anlage. Der Magnet an der Schaukel ist aber im Gebäude fest. Weil die Magnetkraft ein bisschen sehr stark ist, bewegt sich dadurch einfach das ganze Gebäude mit. Wir haben es eingebaut, haben das festgestellt, fanden das aber alle mal relativ witzig und haben gesagt, dann ist das jetzt so, das bleibt.